zusammen. Ich bin's, Nicole von Stamp Up Your Life. Ja, heute machen wir mal wieder eine Karte. Und zwar eine ganz besondere Karte. Das ist eine Kuppelkarte. Also wie ihr seht, wir haben hier eine Plastikkuppel eingebaut und mit Schütteleffekt. Und zwar ist das ein Produkt aus dem neuen Herbst-Winterkatalog. Wenn ihr noch keinen habt oder Material bestellen wollt aus dem Katalog, meldet euch gern bei mir. Und ja, und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch. Und zwar gibt es im neuen Katalog zwei Stempelsets, die ich hier verwendet habe. Also einmal gibt es hier im Innenleben den Schneemann. Der kommt mit passenden Handstanze als Produktpaket mit 10% Rabatt. Daraus habe ich eben den kleinen Schneemann hier genommen und mir gefällt die Art der Schrift so gut. Und daraus habe ich die frostigen Grüße genommen, also nicht Weihnachtsgrüße oder Feiertage, sondern einfach nur frostige Grüße. Passend dazu, also zu dieser Schneekugel, sage ich mal, gibt es dann auch das passende Stempelset, wo man eben diese Glaskugel stempeln kann. Man hat ein super Motiv für innen rein. Die Sprüche leider in Englisch, fand ich jetzt hier aber gar nicht so schlimm. Und man kann die Motive eben auch ausstanzen. Hier den Sockel, man kann für innen Bäume, Eisbären, den Hirschen ausstanzen. Ja, und wie ich jetzt die Karte aufgebaut habe, das zeige ich euch. Und zwar habe ich eine Grundkarte hergenommen, eine Mattung in Babyblau und einmal ein Stück Flüsterweiß. Das kannst du erst mal noch weg. Und zwar habe ich mir hier zuerst mal diese Schneekugel aufgestempelt. Geschweinert. So, gucken, dass ihr halbwegs gerade seid. Sieht gut aus. Und das habe ich mir dann durch die Big Shot gejagt. So mit dem ganz normalen Sandwich, das wir immer in so einem Fall nehmen. Also die Grundplatte, den Die-Adapter, die Zwischenplatte und eine Acrylplatte. Da habe ich mir dann das Motiv aufgelegt. Ausgestanzt. Na, meine Platten sind so verbogen, ich müsste mir so langsam mal neue zulegen. Und dann kann die Big Shot kurz weg. Ach, ich habe überall Glitzer hängen. Jetzt vorhin mit dem Glitzer da gearbeitet habe. So. In das kleine Stück hier stempel ich mir jetzt noch den Schneemann rein. Und den habe ich so ein kleines bisschen mit meinen Mischstiften so ein kleines bisschen mit Blau versehen. Babyblau, damit es auch richtig frostig aussieht. Auch hier so leicht rein und dann war es das schon. So, dann kann da
das schon mal zur Seite und kann trocknen. Jetzt müssen wir uns das noch prägen. Ich muss jetzt mal da gucken, ich kriege den Glitzer ja da gar nicht runter. Jetzt geht's. Und zwar habe ich dafür eine alte Stanzform genommen. Aber die haben sicher viele von euch, denn die ist richtig gut angekommen damals. Und zwar hieß die Leise Rieselt. Und ja, dafür nehmt ihr euch jetzt die dünne Stanzplatte raus. Und dann wird das Ganze noch geprägt. Sorry, dass hier so wackelt. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt können wir uns die Karte schon zusammensetzen. Und zwar nehmt ihr euch eins von diesen Puppen. Die kommen in einem Paket zu 10. Also es sind immer 10 solcher Kuppeln, Schneekugeln, Plastikkuppel, Schneekugel, so heißen die. Es sind 10 Stück in einer Packung. Die könnt ihr euch jetzt schon auf einer Seite aufkleben. Also ich habe mir hier so ein bisschen schwer getan, die Klebefolie runterzukriegen. Und ich habe jetzt für mich gemerkt, das geht am besten mit dem Piekser. Und ja, legt euch einfach die Kuppel auf den Tisch und trägt sie euch dann, euer Papier dann über die Kuppel. So, die hängt auch überall Glitzer. Dann sieht das so aus. Ne? Ist die Kuppel drin. Bevor er die Kuppel jetzt füllt, kleben wir uns jetzt zuerst die Karte zusammen. Und zwar klebe ich mir zuerst das Ganze hier auf meine Grundkarte. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also wenn ihr das macht, klebt die Kuppel erst rein, wenn ihr euch das hier positioniert habt. Denn das soll ja auch genau darunter passen. Und wenn ihr euch das Papier auflegt und das Ganze dann positioniert, seht ihr auch genau, dass es richtig liegt. Das habe ich jetzt vor lauter Videodreh komplett vergessen. Machen wir das eben so. So sieht es gut aus. Jetzt markiere ich mir das mal kurz mit einem Bleistift. Das sieht man ja später nicht mehr. Und klebe mir das dann auf. Jetzt sollte das passen. Ja, macht's. Haben wir noch mal Glück gehabt. Also bevor ihr die Kuppel aufklebt, legt euch das weiße Papier drauf, macht euch einen Bleistift, eine Umrandung und klebt dann euer flüsterweißes Papier ein. Dann habt ihr es nicht so schwer, wie ich es mir gerade gemacht habe. So, und bevor ihr jetzt eure Form hier füllt, nehmt ihr euch euren Embossing Buddy, denn das ist Plastik hier. Und das ist extrem, wie nennt man es, statisch aufgeladen. Also ich habe mir hier richtig rein gepudert. Das macht ja nichts, das sieht man nur kurz. Und habe mir dann die Glitzersegmente aufgebracht. Also passend zu dem Set kommt natürlich auch neuer Glitzer. Und zwar sind das kleine Pailletten-Schneeflocken. Ich mache es mal auf, ich weiß nicht, ob ihr das dann in der Kamera sehen könnt. Also das sind so kleine
Schneeflöckchen und Paletten zwischendrin. Und die habe ich mir einfach so ein paar in die Mitte. Und weil ich gerne noch einen Farbakzent drin hätte, habe ich geguckt, man hat ja mehr Glitzer, als man brauchen kann. Und ich hatte hier noch so kleine Fläschchen rumliegen mit so kleinen farbigen Glitzer. Da habe ich noch so ganz leicht, das ist so eine Art Rauchgrau, dazu gestreut. Und zwar entfernt ihr euch dann jetzt die zweite Folie und bringt euch zusätzlich noch Kleber auf. Also nicht hier in dem Bereich, sondern wirklich nur am Papier. Ich nehme jetzt hier ein bisschen mehr, weil das Papier geprägt ist. Dann positioniert ihr euch das. Ich muss jetzt mal kurz mit meinem Kopf in die Kamera und dann festkleben und eben auch hier am Rand richtig schön festdrücken. Könnt ihr auch ruhig so ein bisschen mit dem Falzbein machen, bloß nicht so fest, dass ihr euch eure Prägung zerdrückt. Und dann eben auch den Rest andrücken. Und dann ist schon der Glitzer drin. Jetzt brauchen wir noch den Sockel. Den habe ich mir jetzt schon mal ausgestanzt. Hier hatte ich das Folienpapier aus dem Pfauenset genommen. Und hier habe ich jetzt einfach silbernes Glitzerpapier. Das hat ja Stampin' Up! Immer mal wieder im Angebot. Und das habe ich mir einfach dann punktuell bisschen mit Kleber versehen. Und dann eben auf den Sockel aufgeklebt. Und da ist der Glitzer, den ich überall hängen habe. Komischerweise. Und das Ganze habe ich dann mit unseren Stampin' Dimensionals aufgeklebt. Es will noch nicht kleben. Das Glitzerpapier braucht eben ein bisschen länger. Und das setzt ihr euch dann schön bündig unter die Kuppel. Wie das gleich anders aussieht, bloß weil es Silber ist. So, dann habe ich hier noch so ein kleines Stückchen Flüsterweiß gehabt und darauf stempel ich mir den Spruch Frostige Grüße. Auch wieder in Schwarz. Mal gucken, ob ich treffe. Sieht gut aus. Yeah. Und das habe ich mir dann einfach, ohne hier viel abzumessen, auf ein Stück Babyblau aufgeklebt. Und dann einfach mit Augenmaß so ein bisschen gerade geschnitten. Das könnt ihr natürlich auch mit dem Papierschneider machen. Und schon habt ihr ein schön hinterlegtes Etikett. Und das habe ich mir auch wieder mit unseren Dimensionals dreidimensional eben aufgeklebt. Und wir sind jetzt hier ein bisschen weiter unten. Aber das macht nichts. Sieht trotzdem noch schön aus. Und fertig sind unsere Kuppelschüttelkarten. Also ihr seht, hier hängen ab und zu auch noch diese Pailletten an der Kuppel, aber durch dieses antistatische Pulver, wenn die dann alle mit dem Pulver benetzt sind, bleibt das auch nicht mehr hängen. Ja. Ja, jetzt hoffe ich, meine Idee gefällt euch.
Wenn ihr noch keine Demo habt oder keinen Katalog, meldet euch gern bei mir. Oder wenn ihr was bestellen wollt oder auch mal Lust auf einen Workshop habt und ihr kommt aus meiner Nähe, schreibt mich an, ruft mich an. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. We're gonna love, live and share it.